Ja, ganz kurz zu den organisatorischen Grundlagen der Vorlesung Communications Engineering, vor allem was den Ablauf und den Prüfungsmodus betrifft. Grundsätzlich ist es so, dass diese Lehrveranstaltung nach einem Modus abgehalten wird, der im sogenannten Flipped Classroom Konzept orientiert ist. Das heißt, wir werden versuchen, die theoretische Vermittlung der Grundlagen aus dem Hörsaal raus zu verlagern, deswegen auch diese ganzen Videos und im Hörsaal dann die Vernetzung und Vertiefung in die Inhalte aus dem praktischen Tun heraus uns anschauen. Damit wir diesen Mehraufwand, der entsteht, für dieses Video anschauen, kompensieren, ist mal grundsätzlich die Anzahl der Präsenztermine in der Vorlesung um die Hälfte reduziert. Heißt, anstelle von 15 Terminen haben wir 8 Termine und sind dementsprechend schon Mitte des Semesters, das heißt Anfang Dezember, mit der Vorlesung fertig. Es ist geblockt, das passt auch ganz gut zur zugehörigen Übung, wo wir im ersten Teil des Semesters begleitend zur Vorlesung vertiefende Übungen machen werden und im zweiten Teil dann eine Projektarbeit. Damit das funktioniert, ist das Skriptum in einzelne Themenbereiche gegliedert und diese Themen sind wiederum in The Themenbereiche sind in Themen unterteilt. Die Themenbereiche, die sehen wir zu Beginn des Skriptums da in diesem Überblick, die sind auch im vorhergehenden Video schon mal erwähnt worden, ist zuerst einmal die konzeptuellen und technischen Grundlagen, dann geht es weiter zu reiner Technologie, Computernetzwerke, dann kommen wir zur Software, Abstraktionsmodelle für verteilte Kommunikation zwischen technischen Systemen und dann gehen wir auf die Anwendungsebene und die operative Ebene in Organisationen, wo es um die soziotechnische Organisationsgestaltung und die Arbeitsunterstützung in verteilten Systemen gehen wird. Querliegend dazu haben wir das Sicherheitsthema in verteilten Systemen, das wir in allen Themenbereichen immer wieder aufgreifen werden. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns für jeden Themenbereich 2 Wochen Zeit nehmen. Beginnt jeweils damit, dass man, wenn ein Themenbereich fertig ist, bitte die Videos anschauen, das heißt, beziehungsweise Videos, die schriftlichen Unterlagen in Verbindung damit anschauen und die Themen einmal grundlegend erarbeiten im Selbststudium, das heißt außerhalb der Lehrveranstaltung. Das ist also die Zeit, die wir für die Präsenztermine, die wir uns bei den Präsenzterminen sparen, die müsste man bitte zu Hause investieren, um sich einmal die Videos und die schriftlichen Unterlagen anzusehen und einmal zu schauen, ist da noch was unklar, müssen wir da noch auf was genau eingehen oder versteht man das ohnehin. Wenn das passiert ist, kommt es zum ersten Präsenztermin für diesen jeweiligen Themenbereich. Und in diesem Themenbereich ist es so, dass wir jeweils, bis auf den ersten, bei den Grundlagenbereichen ist es zu divers, um eine integrative Fallstudie zu haben, dass wir jeweils eine sogenannte integrative Fallstudie haben. Die werden wir jeweils beim ersten Präsenztermin für einen Themenbereich besprechen und da versuchen, die konzeptuellen Grundlagen einzuarbeiten und nochmal miteinander in Verbindung zu setzen. Beim zweiten Präsenztermin werden wir in die konkrete Anwendung geben, da wird es also eine Aufgabe geben, an der direkt im Präsenztermin gearbeitet wird, die auch dort direkt dann abgegeben wird und wo wir schauen, in Kleingruppen mit Unterstützung der Lehrenden, also konkret mir und gegebenenfalls den Übungsleitern, dass wir nur mal auf etwaige Unklarheiten stoßen, indem wir die Inhalte nochmals anwenden. Das machen wir insgesamt 4-mal für jeden Themenbereich und dann schließt das Ganze mit einer schriftlichen Prüfung ab. Auf die Beurteilungsgrundlagen gehe ich gleich dann noch einmal ein.